Ja, hallo und dann erstmal herzlich willkommen zu einem Let's Trash von mir. Ja, warum heißt das Teil eigentlich Let's Trash? Also, ich hatte mir hören lassen, Big Rigs Over the Road Racing sei das mit Abstand schlechteste Spiel aller Zeiten. Ich habe ja mal nachgeguckt bei Mobi Rank, also bei MobiGames.com ist das ganz oben bei den Bottom Games, also somit das schlechteste Spiel. Es hat zumindest eine Bewertung von 7 von 10 Punkten. Und was ist der Haken dabei? Bei den 10 handelt es sich um eine 10 mit einer 0 hinten dran. Also 7 von 100. Tja. Also, das Spiel ist ziemlich billig aufgebaut. Es ist von 2003, ein paar Jährchen alt. Was haben wir denn hier? Wir haben die Credits. Da kann man mal sehen, wer den Schund programmiert hat. Stellar Stone, TS Group. Hier die ganzen Dinger, Programmierung, die Highscore-Liste, die sieht sehr schön aus und die Optionen, alles auf Low, ich weiß nicht, warum das alles auf Low ist. Und Texturenqualität, warum geht die nicht über High? Da geht nur normal. Bei den Effekten, da macht sich beides bemerkbar, dann machen wir High. Apply und Random Race. Ah, du stellst bestimmt gleich ein beliebiges Spiel, hatte ich ja vorher angetestet. Custom Race. Ja, da kann man sich hier diese vier atemberaubenden LKWs aussuchen. Entweder den grünen Thunder oder den feurigen Mega One oder den Laster Thunderball oder den Sunrise W12. Der aussieht wie ein Volvo. Ich würde einfach mal sagen, wir nehmen den Mega One. Wir sind immer die Mega One und ja. Wir können uns sogar eine Strecke raussuchen. Devil Passage. Ups, hier juckt was. Entweder Devil Passage oder Devil Passage 2 oder Forgotten Road, Night Ride oder Small Town Road. Ich wäre erstmal für Devil Passage. Ah, es klingt so teuflisch wie das Spiel selber. Okay, dann erstmal los. Ich sehe jetzt einen Ladebildschirm. Ich hatte schon mal nachgesehen, ihr müsstet jetzt bloß irgendwas sehen mit Ready, eine Strecke mit Ready. Bei mir sehe ich noch Ladebildschirm, der übrigens sehr spannend aufgebaut ist. Ich sehe sogar ein Auto, obwohl es um LKWs geht. Das ist seltsam. Okay, es geht doch schon los. Das Spiel hat übrigens keinen Ton und hier, der Kollege fährt nicht mit. Was ist das? Hallo? Und ich kann euch nicht durchfahren. Was ist das? Ja, man sieht hier, die Verarbeitungsqualität der ganzen Modelle ist hervorragend gelungen. Und hier, dass der Sand durch die Straße durchleuchtet, das ist vollkommen normal. Würde ich mal sagen. Da war ein abgestürzter Hubschrauber, der hat bestimmt, also der Pilot hat bestimmt auch dieses Spiel gespielt und deshalb ist er jetzt abgestürzt und gestorben? Okay, alles sieht hier ein bisschen eintönig aus, dafür, dass kein Ton da ist. Die Straße, die fühlt sich ein bisschen an wie deutsche Bundesstraßen. Oh Mann, und die Lichter sind auch ein bisschen weit von den eigentlichen Dingern entfernt. Bei der Ansicht, die jetzt aktuell ist, merkt man das gar nicht so richtig. Ich fahre jetzt mal. Oh, die Lenkung ist furchtbar. Oh. Dafür, dass die Gegner absolut nicht mitfahren und dass kein Ton verfügbar ist. Oh Mann. Wir fahren jetzt 60 Meilen. Oh Mann. Und die Zahlen, die scheinen durch die Texturen durch. Wahnsinn. Also das Spiel ist auf dem Niveau von, ja, was kann man da sagen, Call of Duty Modern Warfare 3? Auf jeden Fall. Oder es ist sogar auf dem Niveau von Need for Speed. Eindeutig. Und selbst der Euro Truck Simulator sieht gegen den hier richtig alt aus. Ich hätte doch mal wirklich Lust, mal in ein Gebäude reinzufahren. Und... Hä? Wie? Ich kann durch die Dinger durchfahren. Das ist ja auch sehr schön. Ach, die
Programmierer, haben die überhaupt noch mal was von Kollisionsabfrage gehört? Ich glaube eher weniger. Wie, das Spiel ist schlecht. Guck dich das doch mal an. Ultranav, was soll denn das Ultranav bedeuten? Ultranerv? Oh, da drüben ist ja schon... Hey! Oh Mann, den müssen wir kriegen. Der bleibt gerade vorm Ziel stehen. Wahnsinn. Und you're a winner. Nee, you're a winner. Super. Rechtschreibfehler. Ja, ich habe gewonnen. Wie auch immer. Wir starten jetzt mal ein Random Race. Wieder Ladebildschirm. Also man kann sehen, das Spiel ist wirklich super gemacht. Also da kann man absolut nicht meckern. Die Grafik ist auf dem Niveau von Crysis. Wahnsinn. Und hey, ich habe schon wieder gewonnen. Yippie, ohne loszufahren. Ha. Kann ich denn noch ein Rennen starten? Wir nehmen doch jetzt mal den hier und die Strecke hier. Und hey, super, das Spiel ist abgestürzt. Na, ist doch super. Also, was kann man dazu sagen? Big Rigs Over the Road Racing ist ein wirklich sehr hervorragendes Spiel. Also, ich kann es euch jedem empfehlen. Jetzt wollen wir mal den Sarkasmus ausmachen. Was ist denn das für eine Scheiße, ganz ehrlich? Das Ding ist mit Recht wirklich auf dieser Liste gelandet bei Mobi Games. Die Punkte hat es garantiert verdient. Ich meine, keine Kollisionsabfrage. Die Gegner fahren nicht mit. Ich habe auch sogar ein Patch entdeckt, wo die trotzdem mitfahren. Und nee. Und ich habe dann auch noch mitbekommen, wenn man dann rückwärts fährt, fährt er genauso schnell, wie als ob man vorwärts fährt. Noch schlimmer jetzt gar nicht. Also, wenn ihr dann sagt, dass Landwirtschaftssimulator oder die ganzen anderen Simulatoren, wie zum Beispiel Paketdienstsimulator, wenn die schon schrecklich sind, probiert mal dieses Spiel. Das ist... Keine Ahnung. Spielt's einfach nicht. Oder traut's euch zu, wenn ihr dann gequält wird, müsst ihr das spielen. Okay, ich verabschiede mich jetzt und spiele jetzt Niveauvolleres als das. Nein, noch besser, ich gehe erstmal auf Start, Einstellungen und deinstallieren. Also dann bis zum nächsten Video. Ciao.